Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Oxygen Not Included. Ohne jetzt jemanden nerven zu wollen, aber ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass da unten so ein Abo-Button ist, den man drücken kann? Ja, der rote. Und die Glocke daneben, die hilft, dann sieht man nämlich, wenn was rauskommt. Nur mal so am Rand. Ich habe das ganze Ding hier jetzt mal 3 Zyklen einfach laufen lassen. Ihr seht nur, die Bilder sind gebastelt worden. Wir haben momentan niemanden, der was bauen kann. Die Töpfe sind gebastelt worden. Das heißt, wir können die Deko hier erhöhen. Die Deko allgemein sieht Tatsache ziemlich gut aus in den Schlafgemächern und auch hier unten. Gut, der Dekorationswert hier mit minus 6, da kann ich nicht wirklich viel gegen tun. Was ich überlegt hatte, ist eventuell ein kunstvolles Kunstwerk darüber zu hängen. Möbel. Tschack, so. Dass die das machen können. So, unser Essen funktioniert, ne? Wir haben mittlerweile wieder 24.000 Kalorien, das ist also Tatsache ganz gut. Allerdings, es hapert halt an einigen Stellen. Erstens, unsere Algen. Wir sind mittlerweile bei 3 Tonnen nur noch. Also wir müssten hier mal anfangen, die ganzen Algen abzubauen. Ich weiß gar nicht, wie es hier mit der Verkeimung noch aussieht. Hier ist alles gut, sehr gut. Das ist schön. Hier, ihr seht, ne? Stück für Stück wird der ganze Mist hier abgebaut. So. Das funktioniert also alles. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr Wasser. Wasser ist ein Riesenproblem. Da habe ich schon ein bisschen Angst vor. Allerdings haben wir hier unten genau noch einen großen Teich. Dementsprechend mache ich mir noch nicht ganz so viele Sorgen. Sobald wir da rankommen, sieht es besser aus. Wir machen jetzt hier, also wir werden wahrscheinlich hier das Wasser von hier nach hier pumpen. Wenn das hier leer ist. Also ich weiß es noch nicht. Vielleicht, ja doch, wir könnten hier ein großes Wasserbecken machen. Dass wir das quasi hier so jip, jip. Jip machen und dann hier das Wasser wegmachen. Das ist gar keine so schlechte Idee. Ich zeichne das mal kurz ein. Wie viel Granit haben wir noch? Auch mehr als genug. Okay, so, wenn wir jetzt quasi hier das machen, das machen, das machen und das hier abschließen. So, dann brauchen wir auf jeden Fall hier eine Leiter und ja, ich weiß noch nicht, wie tief wir das machen wollen, aber ich finde die Tiefe an sich schon ganz gut. Vielleicht machen wir es einfach so hier. So, dann muss auf jeden Fall das hier ausgebuddelt werden. Und das und das. Und das, ich hoffe ehrlich gesagt, wir werden mal auf Nummer sicher gehen und werden mal hier noch nicht abbauen, weil ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass die dann hier das ganze Wasser verlieren und hier vielleicht auch noch nicht. Das machen wir gleich, wenn die hier mit der Umrandung fertig sind, weil das können wir uns aktuell nicht erlauben, dass wir hier Wasser verlieren. Okay, so, die Leiter da ist da, wir brauchen natürlich hier jetzt noch eine Leiter. So, die untere auch weg erstmal. Okay. So, hier müssten sie durchkommen. Hier muss auf jeden Fall noch abgegraben werden. Okay. So, dann würden wir quasi hier unser Frischwasserbassin haben. Basin. So, unsere Immunsysteme. Also Nails hat sich komplett erholt. Marie ist auf dem Weg nach oben. Abe schwankt so. Der kommt nicht ganz hoch, aber auch nicht ganz runter. Ari sieht nicht gut aus. Ich habe die Desinfektionswerte auf 1000 gestellt, während das hier gelaufen ist, um zu gucken, dass wir möglichst viel desinfizieren. Problem, was wir aktuell haben, und das sieht man hier, wir haben niemanden, der momentan Minenarbeiter ist. Das heißt, wir werden jemand Neues brauchen, ob wir es wollen oder nicht. Und ich glaube, wir haben niemanden, der sich mit Graben wirklich auseinandersetzt. Das heißt, ich werde jetzt hier mal alle abweisen und hoffen, dass beim nächsten jemand dabei ist. So, lassen wir es aber laufen. Mann, ich bin mittlerweile schon 3 Tage in meiner Schulung. Das heißt, bis jetzt funktioniert es mit den Voraufnahmen anscheinend ganz gut. Also vorausgesetzt, es kommt alles pünktlich raus. Blablabla, ihr kennt ja das Spielchen. Wie viel zu wenig haben wir denn produziert? Ah, das geht. Das ist alles im Rahmen. Da würde ich jetzt gerade nichts gegen sagen. Okay, wir haben, also unser Koch ist zumindest am Graben, das ist gut. Ich habe auch die Maschine hier ausgemacht, weil wir brauchen momentan keine neuen Mikrobenmatscher. Okay, ich finde das alles sehr praktisch gerade. Sehr gut, das ist weg. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass sie sich hier gleich einschließen, aber das machen sie anscheinend nicht.
Wenn die Außenumrandung soweit fertig ist, dass wir uns keine Gedanken mehr machen können, können wir auch innen alles abbauen. Das ist auch sehr schön. Und dann können wir hier endlich mal Wasser reinpumpen, denn wenn wir nämlich hier unten einfach eine Pumpe setzen und das nach oben schicken. So. Das heißt, die Ebene hier fällt eh weg. Boah, dann haben wir hier eine noch größere Ebene. Ich weiß noch nicht so ganz, ob mir das gefällt, aber das war jetzt hier gerade der praktischste Weg. Oh, das können wir zum Beispiel nicht abbauen. Verdammt. Ja, wir schaffen das schon, wir schaffen das schon. Irgendwie packen wir das. So. Essen funktioniert. Boah, der halbe Kühlschrank ist schon wieder voll, ne? Krass. Vielleicht müssen wir hier noch einen zweiten Kühlschrank ansetzen. Was ich auf jeden Fall möchte, ist, dass wir einen Luftwechsel haben zwischen der unteren und der oberen. Das heißt, wir werden hier, hier und hier Ziegel setzen, dass das ein bisschen mehr zirkulieren kann, auch mit der Kälte. Und ich glaube, wir werden die hier abbauen. Hallo? Zerlegen. 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 Müssen wir halt alle einzeln zerlegen, ist mir egal. Und bauen da richtige Luftschleusen rein. So. Es kostet uns zwar wieder ein bisschen Erz, aber wir haben den großen Vorteil. Ja, ich weiß, du kannst hier nicht stehen. Ist mir schon klar. Oh. Ja, du bist nicht außerhalb des Gewächshauses, das denkst du nur, solange keine Türen hier drin sind. Das ist der Punkt. Aber das kriegen wir schon hin, keine Angst. So, mittlerweile ist Ari auf... Oh Gott, ja, ja, doch, also... Und natürlich bist du hier, ist klar. Weg. Wir machen dich platt, Fluss. Nächster Morgen direkt Kampf! Ich möchte keinen verschmutzten Sauerstoff in meinen Quartieren. Tschüss. Boah, ich freue mich schon auf die Zeit, wenn die neuen Tiere da sind. Ich habe mir die ja alle mal angeguckt. Ich wollte jetzt noch nicht so ganz drauf eingehen, weil wir sind noch relativ am Anfang des Let's Plays. Ich muss selber noch einige Sachen lernen. Und ich dachte mir so, die ganzen Viecher jetzt, da gibt es ein richtiges Züchten. Und boah, Automatisierung wird viel, viel besser. Das ist auch richtig gut. Also da haben wir noch einiges vor uns. So, okay. Anscheinend kommt die hier zumindest halbwegs klar. Wenn hier der Boden mal gemacht werden würde, könnte man weiter abbauen. So. Okay, du bist im Gewächshaus. Die Luftzirkulation hier drin sollte jetzt besser sein. Temperaturkomfort. Oh, schön. Das ist eine Komfortzone. Die einzige nicht wirkliche Komfortzone ist jetzt Tatsache hier drin. Das hier geht so. Ich finde jetzt 36 Grad ist keine angenehme Temperatur. Muss ich ja leider zugeben. Also wir sind jetzt hier gerade bei mir, glaube ich, bei 27 Grad. Weil die Sonne hier schön drauf stand. Es ist schon ein bisschen viel. So. Okay. Ihr seid brav am Bauen. Ah, die verkühlen sich jetzt natürlich auch die ganze Zeit. Ja, also, Krankheit wird jetzt leider kommen. Da werden wir nicht drum rumkommen. Ich hoffe, dass sich jemand drum kümmert. Wir haben, glaube ich, keinen, der so völlig gegen Krankheiten ist. Dementsprechend ist das gar nicht so wild. So. Ich hätte gern einmal. Ja, Keuchwurz wäre natürlich der Hammer, aber können wir uns gerade nicht leisten. So. Dich. Und dich. Und dich. Kann ich hier anstelle kopieren machen? Ja. Gut. Macht's einfacher. Okay. So, Essen wird abgebaut. Könnt ihr jetzt hier mal weiterbauen? Das wäre super. Das ist doch keine unerreichbare Baustelle. Wieso? Hier kann man doch hinlaufen. Oh. 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 Ja, dann sag doch was, Mensch. Sag mir doch, dass er da nicht rankommt. Sag doch, dass es eine unerreichbare Baustelle ist. Dann wäre ich doch schon lange euch zu Hilfe geeilt. Sehr gut. Okay. Hier wird brav Keimwasser reingefüllt. Ich glaube, wir werden dieses gesamte Becken hier für Wasser benutzen. Ja, ich glaube, das wäre sinnvoll. Mal schauen. Okay, hier ist auf jeden Fall... Hier ist mehr Sauerstoff als hier? Oh, hier ist das ganze Kohlendioxid. Okay. Ja, da, genau die Befürchtung hatte ich. Verdammte Sch... Wie dumm muss man denn bitte sein? Auf einer Skala von... Oh. 1 bis 100. Buddelt euch mal hier aus, hier schnell. Meine Fresse, ey. Ja, du bist nicht erstickt. Alles gut. Oh. Hallo. Hier.
Was mit euch? Wie doof seid ihr denn? Ihr könnt doch wohl hier abbauen. Das ist Sand. Meine persönlichen... Und hier geht es noch weiter mit dem Sand. Verdammt. Tja, jetzt haben wir ein Wasserproblem. Spontan. Ja, super. Wenn ihr das hier einfach abbauen würdet, wäre das alles überhaupt kein Problem. Ja! Ey, was für Idioten, oder? Also manchmal zweifle ich wirklich ganz, ganz stark daran, dass die auch nur annähernd eine Ahnung haben, was die überhaupt tun. So, jetzt haben wir unseren Wasservorrat mal spontan auf 300 Liter reduziert. Super, Dankeschön. Ihr seid die Besten. Okay, so, dann müssen wir jetzt erstmal leider... Wie, wer erstickt? Stopp. Wer erstickt? Du kannst doch hier hingehen. Alter. Geh jetzt zu. Hier. Oh, hier ist kein Sauerstoff mehr. Verdammt. Was ist denn hiermit los? Nein. Zwischen abbrechen. Graben. Maximum 9. So. Komm. Schnell. Schneller. Noch schneller. Leute. Schneller. Meine Güte. Wie dumm muss man denn bitte sein? Wieso kannst du denn nicht buddeln? Ah, ich weiß warum. Ja, bombastisch. Und dann bewegt man sich unten in den Minen. Ihr seid so klasse. Okay. So viel zu unserem Baumenschen. Das hat sich dann auch mal spontan erledigt. Alter Schwede. Oh. Boah, bin ich gerade sauer. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oh, zu wenig. Oh. Mann. Okay. Wir haben unseren Flüssigkeitswärmer, wir haben den Hydrofilter, Hydrolüfter. Das ist echt gut. Okay. Noch irgendwo welche? Ne, aktuell nicht. Kampf! Ja, gut so. Ich will keinen verschmutzten Sauerstoff in meiner Base. Boah, bin ich gerade stinkig. Alter Schwede, das kann sich kein Mensch vorstellen, ne? Okay, also wir haben genug zu essen. Unsere Essensprobleme sind quasi erledigt. Aber, weil es so schön ist, haben wir noch einen Duplikanten verloren und haben jetzt noch 0,3 Zyklen, also auf jeden Fall noch in dieser Folge, um einen neuen zu kriegen. Ich würde sagen, wir nehmen einen, der diesmal ein bisschen mehr buddeln kann. So spontan. Wäre eine Option. So, wir haben keinen Minenarbeiter, das heißt, wir kommen hier auch mit der Sache nicht weiter. Okay, so. Graben. Hohe Priorität. Gehen wir von hier aus? Ja, wir gehen von hier aus.
Nee, machen wir nicht. Wir graben erstmal hier durch. Das müsste jeder normale Mensch hier hinkriegen. Boah, bin ich stinkig. Wir haben fast kein Wasser mehr. Oh Gott. Ah, guck mal, hier ist ein Hedge. Cool. Ich mag Hedges. Ja, ich weiß, dass wir können nichts forschen aktuell, weil irgendwer muss ja hier auch noch arbeiten. So. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden für den Grabeberuf. 42. Ah, hier. Es geht natürlich jetzt schneller, weil ich die Geschwindigkeit erhöht habe. Okay. Ja, ohne Wasser können wir hier ganz schnell in riesige Probleme kommen. So, haben wir jemanden, der graben kann? Nö. Cool. Das ist super. Hier, der kann wieder bauen, aber kann nicht. Der kann kochen, Landwirtschaft, ist muskulös. Oh Gott. Okay, aber der hat Bauen plus 1 und ist Bauerntype, kann also nicht forschen, das ist mir egal. Ich glaube, wir nehmen dann Hassan. Ja, wir nehmen Hassan. So. Okay, Hassan ist da und Hassan wird jetzt erstmal unser nächster Minenarbeiter, weil wir haben sonst keine Möglichkeit. Ansonsten stehen wir nämlich irgendwann da und haben gar nichts mehr. So, ist das Wasser hier eigentlich verkeimt? Nicht, dass wir jetzt gleich das nächste Chaos anrichten? Nein, sehr gut. Das heißt, wir können es hier reinfließen lassen, ohne Probleme. So, dann brauchen wir gleich nochmal eine 8er Priorität zum Graben. Oh, noch ein Hedge. Schön. Leute, buddeln, 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 buddeln. Hier gar nicht groß rumeiern, sondern mehr buddeln. Achso, und hier natürlich auch den ins Grab bringen, ne? Wäre eine gute Option. Boah. Also manchmal bringt einem das Spiel schon so ein bisschen zur Verzweiflung, gerade wegen der Dummheit der KI, ne? Also das tut schon weh. Ernsthaft, das tut schon richtig weh. Wie sieht es eigentlich aus? Hier unten bildet sich natürlich aktuell noch nichts, aber dafür sinkt das CO2 etwas ab. So, okay. Dann direkt, ihr könnt gleich weitermachen. Gleich die nächste Ebene buddeln. Sehr gut. Wir brauchen hier nämlich Wasser. So, dann können wir gleich mal gucken. Hier Leiter, Granit. Dann brechen wir hier einmal auf und bauen da eine Leiter rein. So. Und dann pumpen wir den Kram mal nach oben. Ätzend. Achso, Hassan kann jetzt direkt abbauen. Das finde ich gut. Hat das hier oben auch schon gemacht? Nee, natürlich nicht. Ja, atmen wäre gut. Atmen. Luft und so. Was atmest du hier? Du sollst kein CO2 atmen. Ja, na klar. Wehe, du baust es ab und machst. Boah, da krieg ich. Da will ich ja die Krise kriegen, ne? Wenn die jetzt noch mehr Wasser da rauskippen, dann gehe ich am Stock. So, okay. Kein Forschungsschwerpunkt. Wie sieht es mit Sauerstoffproduktion aus? Ja, wir haben ein bisschen dreckigen Sauerstoff hier drin überall. Ist allerdings nicht ganz so wild. Die Sandfilteranlagen laufen gerade noch. Das funktioniert also soweit. Hier kommt jetzt ab jetzt Hassan rein. Komm, genau. Bezieh dein eigenes Bett. Danke. So. Und dann go for it. Unzureichende Sauerstoffproduktion. Ja, das ist mir klar.
Aktuell kein Wunder. Ne? Algen müssen jetzt relativ weit unten sein, 3 Tonnen noch. Allerdings können wir hier noch Algen holen. Hier sind auch noch ein paar Algen drin, also das ist nicht das Riesenproblem, das schaffen wir schon. Die Frage ist ehrlich gesagt, ja, das hier unten ist ein Problem, weil hier ist Schleimlunge. Und die wird jetzt durch das Wasser natürlich erstmal vermieden. Dämmerkappe. Okay. Was macht ihr denn hier, ey? Die erstickt doch gleich wieder hier. Das dumme Ding. Kommst du hier wieder nicht rüber? Ich sehe das doch, ne? So, wir brauchen hier unten auf jeden Fall eine Flüssigkeitspumpe. Ja, du bist untätig, weil du hier nicht hochkommst, ne? War hier Granit dabei? Ne, wir werden jetzt mal vorsichtshalber Sandstein nehmen, damit nicht das Problem entsteht. Genau. Dann hoffen wir einfach mal, dass du das schaffst, hier die Sachen hinzu... Du hast das Material da reingebaut, aber du kannst nicht bauen, oder was? Los! Wir wollen nicht noch, dass jemand... Ja, danke. Das ist natürlich der Brüller. Okay, Algen sind weg. Haben wir gut gemacht hier. Okay, das hier... Gut wäre natürlich, wenn ihr hier jetzt mal anfangen würdet, die Übergänge zu bauen, ne? Na? Ja gut. Das wird wohl in dieser Folge nichts mehr. Also, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und, oh Gott, unser... Langsam aber sicher schmilzt unser Eisbiom. Wir müssen noch hier ran und hier ran. Die müssen wir uns noch holen, beide. Ja, und dann sehen wir mal weiter, wie wir das mit dem Wassergerät kriegen. Also... Danke, dass ihr dabei wart. Bis morgen. Ciao, ciao.